So, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Battle Chasers Night War. Und was soll ich sagen? Ich hatte jetzt überlegt, wie wir das am besten machen. So mit Jagden und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, komm, weißt du was? Ist doch jetzt auch alles Wumpe. Also, es kann gut sein, dass ich, bevor wir zum letzten Gegner gehen, also zum letzten Endgegner, dass ich mir dann überlege, noch ein paar Sachen nachträglich zu machen, aber jetzt nicht sofort. Das heißt, aktuell prügeln wir uns entsprechend einfach durch und werden erstmal einfach der Hauptquest weiter folgen. Das waren viele Angriffe und doch kamen sie nicht durch den Schild durch. So. Das heißt, wir schauen jetzt gleich mal, wie es da weitergeht. So, du machst einfach mal ein Lauffeuer und du hier. Bist du dran? Wirst du es auf jeden Fall passend. So. Der ist als nächstes dran, dann machst du eine Verteidigung. Okay, der ist schon tot. Also, das Lauffeuer macht dezent viel Schaden. Das muss man schon mal sagen. Aber gut. Ich denke. Ja, genau, hier war das ja. Hier waren Gegner, mit denen wir erst noch nicht so ganz klar kamen letztens. Oder als wir das erste Mal hier vorbeigekommen sind, weil der Weg war ja von Anfang an offen. Das war dann mehr etwas, das bezeichnet man auch als Beef Gate. Der Mana-Schleim konnte, glaube ich, Mana fressen. Den sollte man, glaube ich, zuerst erledigen. Wie? Was? Hauen da eben sowas raus? Leute? Das finde ich jetzt aber nicht so geil. So, der ist hinüber. Und du hier machst mal eine reinigende Bombe. So, mit 15 kannst du dir einen Schutz draufpacken. Okay, das war unerwartet. Jetzt gerade fährt hier ein Krankenwagen vorbei. Irgendwie fährt hier heute häufig ein Krankenwagen vorbei und ich weiß nicht mal warum. Ach komm. Das Ding hat Wärmeentzug. Ach, steigert die Heile. Naja. Jetzt auch nicht so wichtig. Du kannst noch einen Schutz oben drauf setzen. Und du hier. Ach komm. Kommen wir erstmal die verdammte Fledermaus zu Klump. Verspotten muss man natürlich trotzdem nochmal. Und du hier schmeißt einfach mal eine Feuerbombe. Das stimmt, wir hätten eben kontern können. Das war nicht so intelligent von mir. Egal. Die Fledermaus. Ah, ich dachte, die wäre jetzt schon tot, aber nee.
So kann man sich irren. Ach komm. Jetzt ist die Fledermaus auf jeden Fall tot, wenn die dran ist, oder? Nein! Okay, das ist jetzt lächerlich. Vor allem heilt sich die dumme Sau auch immer. Aber ein Crit und weg ist sie. Gut. Ich glaube, ich hätte mich zuerst um den Elementar kümmern sollen. Aber hinterher ist man ja immer schlauer. Ach komm, warum eigentlich nicht? Wozu kann man denn hinrichten? Übrigens, während ich das jetzt hier aufnehme, bin ich gerade über die 1000 Abonnenten gekommen. Also, oder besser, auf die 1000 Abonnenten. Beziehungsweise, ich bin erst auf die 1000 Abonnenten, dann wieder runter auf 998 und jetzt wieder auf 1000. Es ist ein komischer Weg gewesen. So. Was war das Ding hier nochmal? Ah, Kristallschlüssel. Die würde ich haben. Gut, dann prügeln wir uns jetzt hier weiter um diesen komischen Steinring rum. Okay, ein Mana-Elementar. Was auch immer der kann. Ich weiß nicht, ob ich es rausfinden will. Moment, der hat... Reaktiver... Ah, okay. Immer wenn er Schaden nimmt, dann steigert sich der Schaden, den er noch erleidet, okay. Aber er verringert aktuell auch sowieso... Es ist ein bisschen komisch, okay. Erstmal muss verspottet werden, so. Komm, warum nicht? Kriegsmaschinen. Das ist eigentlich echt so ein bisschen blöd gemacht, dass man ab und an noch die anderen Modelle sieht. Das sollte eigentlich nicht so sein, nach Möglichkeit. Aber gut. Da haben die Entwickler ein bisschen geschlampt. Das tat ein kleines bisschen weh. So, der stirbt jetzt, wenn er wieder dran ist, wahrscheinlich. Ja, komm, Beschützerlied. Und du hier machst mal Heldentum. Chimärenstachel auf den. Danach wird hingerichtet ab der nächsten Runde. Wusste ich doch, dass sich der Schutzschild bezahlt macht. Und was haben wir jetzt hier? Konter! Das lohnt sich jetzt vielleicht doch mehr. Gut, verspotten bringt gegen den nicht ganz so viel, aber Schaden tut's auch nicht. Ja, komm, das muss reichen. Tut es. Perfekt. Habe ich gut geschätzt. Aber gut, dann... kommen wir bisher sehr gut voran. Und diese Mana-Elementare sind nicht so schlimm, wie ich dachte.
Das will ich wissen. Was ist das hier? Das sieht nach so einem Mana-Schleim aus, aber allein wird er nicht sein. Mit einer Spinne. Okay. Gut, wir erledigen zuerst die Spinne. Einmal verspotten. Stimmt, die Mana-Spinnen, die können Mana absaugen. Gut. Die hat das letzte Mal Mana abgesaugt. Und der Schleim ist platt. Gut, dann bin ich jetzt mal gespannt, was da so auf der Insel noch rumliegt. Irgendeinen Sinn wird das ja haben. Zack, der Schneehut. Das war alles. Ja, super. Hier braucht man 3 Kristallschlüssel. Wir haben nicht einen einzigen, glaube ich. Aber immerhin sind wir jetzt hier drin. Kann man das Ding hier vielleicht von innen öffnen? Ah. Ihr folgt der Straße und stoßt auf ein gewaltiges Runentor, das euch den Weg versperrt. In der Nähe ist eine Felsformation, die irgendwie mit dem Runentor in Verbindung stehen könnte. Berühren. Ein Weg öffnet sich. Na also. Aber das sieht so aus, als wäre das schon gleich wieder der nächste Dungeon. Okay. Erst den vermaledeiten Eiselementar. Die Fledermaus, die sorgt sowieso nur wieder dafür, dass man blutet und heilt sich damit die ganze Zeit wieder hoch. So, der Drecksvieh macht jetzt gleich seinen Hagelsturm, aber wir können da ein bisschen den Schaden verringern mit der Abwehrhaltung. Und es gibt gleich einen fetten Konter. Ach ja, und erstmal Heldentum. Ja, komm, Kanonenschuss ist angebracht. Hier, Repost. So, das Drecksviech ist weg. Und die Fledermaus, die kriegen wir mal mit links platt. Und danach gibt es ja noch eine Welle, also... Ja komm, bewahren wir mal ein bisschen Energie auf für den nächsten Teil dieser... Ja, was auch immer jetzt da noch ankommt. Mana-Elementar und Vampir-Fledermaus. Yay! So, der hat sich mehr Abwehr drauf gepackt. Kann uns scheißegal sein. Wozu haben wir Superkraft? Aber ich denke, wir gehen erstmal hier hin, auf die Fledermaus.
Okay, immer wenn Gully blutet, kriegt die Fledermaus Lebenspunkte. Dann sorgen wir dafür, dass die Fledermaus möglichst sich nicht mehr heilen kann. So. Und du hier bereitest eine Hinrichtung vor. Der Rest prügelt ein bisschen auf den ein. So, das wird jetzt wehtun. Okay, das war dann am Ende doch simpler als gedacht. Wir kriegen eine ganze Menge Kram, so Elementarkern, gefrorenes Herz und was auch immer das alles macht. Aber ja, hier müssen wir hin. Mana spalten. Und das ist natürlich wieder einfach nur ein Dungeon. Jetzt kommt wirklich auch ein Dungeon nach dem anderen, ohne irgendwie vernünftig was mit Story. Das finde ich gerade so ein bisschen... Meh. Ich hoffe mal, dass es bei Ruined King anders aussehen wird, aber hier ist es jetzt gerade so... Na, das ist ein Problem, das haben viele Spiele. Zum Ende hin wird es dann einfach immer nur, und hier noch ein Ereignis, und hier noch ein Ereignis. Aber so richtig Story kommt da drin dann nicht vor. Und das finde ich schade. Dieser vorspringende Felsen reagiert auf eure Anwesenheit. Den Stein berühren. Der Stein wird aktiv. Da stand jetzt, dass er auf die Aktivierung seines Zwillings wartet. Es gibt also noch einen zweiten Stein. Okay. Okay, das ist gerade cool. Dass das Ding so automatisch mit der Kamera rauszoomt und... Wow. Okay, die Minen von Moria wollen ihr Design zurück. Nur nicht so in grün. Okay. Lass mich raten. Ja. Stein berühren. Die Teleportersteine sind... Ah, okay. Das heißt, wir können uns dann einfach hinten und runter... Also... rein und raus teleportieren, was praktisch ist. So, da geht's lang. Hier geht's aber auch hoch. Und auch hier geht's weiter. Ja gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Komm, schleimig, schleimig, schleim. Genau. So, den machen wir einfach direkt platt. So. Bringt alleine nicht ganz so viel, aber... kurz ein bisschen geheilt. Okay, das ist cool. Und was ist das? Das sind Behälter. Okay, das ist richtig cool. Also designtechnisch gefällt mir jetzt dieser Ort richtig gut. So, was hat der? Ach, schützt alle Verbündeten. Tja. Du hast keine Verbündeten. Umso besser für uns, aber okay, der hält auf jeden Fall was aus. Das muss man ihm lassen. Aber dafür wird er wahrscheinlich dann auch gute Erfahrung geben. Oh, mehr Abwehr. Ach komm, anregender Nebel. Abwehrschlag, so. Tja. Was könnte sie jetzt machen? Blitzreflexe war Ausweichchance erhöhen. Naja.
Komm, mit der Hinrichtung ist hier nachher dran erst. Das heißt, das sollte auf jeden Fall hinhauen. Schutz hier. Gut. So, Gali haut sich ein Schutzschild drauf. Der kommt wieder nicht durch. Und jetzt wird abgerechnet. Also es läuft. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das rote Teil eine Falle ist. Yep, ist es. Toll, und wir haben eine arkane Krankheit drauf gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch die erwischt hat. Yep, die Mana-Spinne hat Schaden genommen. Ach, wisst ihr was? Komm, anzünden. Wozu können wir das? Oh, die Mana-Spinne auch noch betäubt. Sehr, sehr schön. Das Problem ist bei dem Mana-Schleim halt immer, dass der explodiert, wenn der stirbt und dann noch gut Schaden am Team macht. Aber ansonsten ist das hier jetzt eigentlich nicht so das Problem. Die Spinne ist, sobald die dran ist, tot. Die verbrennt. Dann kümmern wir uns um den Schleim. Auch der betäubt. Sehr, sehr schön. Du haust den Schutz drauf. Oh, nee, die lebt noch. Ja gut, aber sobald die dran ist, stirbt sie dann in dem Fall auf jeden Fall. Ja, komm, eine heilende Berührung ist noch sehr schnell. Es ging mir jetzt einfach nur darum, dass er jetzt schneller dran ist als sie, weil die den Stein ja auf jeden Fall umbringt. Jo, das waren Gegner. Und da vorne ist irgendein Schrein. Und noch ein Skelett auf dem Weg. Oh, Zielwasser-Heckenschütze. Steigert die Crit-Chance. Okay. Ich würde mal bei dem schätzen, dass der hauptsächlich Single-Target-Damage macht, aber ich möchte es halt auch nicht heraufbeschwören. Okay, das war eine Menge Schaden. Gut, dass Gali so viel aushält. Und ich liebe diesen Skin von Gali einfach. Das sieht so putzig aus mit dieser Rüstung. Okay, aber das hier scheint so ein Verzauberungsaltar zu sein. Ah, und hier können wir dann das krasse Zeug draufhauen. Heldenmut. Wirbelwind steigert die Angriffsstärke und den Ausweichwert. Koloss, Ausdauer und Angriffsstärke. Ich schau mal kurz. Hat Monika was? Hauch der Natur. Naja, Leben regenerieren. Das lohnt sich nicht. Dann nehmen wir dann doch lieber den Wirbelwind. Aber Angriffsstärke und den Angriffsstärke, Crit und Eile finde ich sogar noch besser, aber dazu fehlt das Phylakterium.
Dann warten wir damit ein kleines bisschen. Okay, es ist schwierig zu sehen, wo man jetzt hier wirklich... Okay, das führt beides zum selben Punkt. Und das ist ein verdammter Aufzug. Was ist das hier bitte für ein Ort? Ich mag ihn, aber er verwirrt mich auch. Okay, da ist jetzt ein Schattenknochen-Assassine auch noch bei. Na also, hoffen wir mal, dass wir ihn treffen. Ja. Allerdings erstmal die Mana-Spinne plätten, weil die saugt Mana ab. Und das wollen wir nicht. Moment. Feuerbombe. Und du hier machst einfach eine heilende Berührung. Ach komm, hau einfach drauf. So, die Spinne ist erledigt, glaube ich. Ja, wenn die dran ist, ist sie erledigt. Und du hier kannst einen Schutz auf dich selbst packen. So, ich hier mir einen Stachel auf... Oh, sehr schön, betäubt. Der kommt irgendwie nicht so sehr dazu, was zu machen. Was ich für gut befinde, wenn man es mal so sehen möchte. Und kaputt. Ich werde mich an diesem Ort so verlaufen. Okay, das hier ist jetzt derselbe. Ja, das ist der Punkt, wo das Verzauberungsding stand. Kriegt es auf jeden Fall hin, beide zu erwischen, was mir sehr gefällt. Oder zumindest einen... Oh, okay, zweimal wurde er erwischt. Sieht aus, als hätte es ein bisschen wehgetan. Wir machen also erstmal die Vampirfledermaus platt. Um die Riesen-Mana-Spinne kümmern wir uns danach. Okay, die kann Schutzschilde. Ja, es heißt Schutzschilde, nicht Schutzschilder. Das ist auch immer eine Sache, die mich immer wieder aufregt. Wenn ihr euch fragt, warum regt mich das auf? Naja. Es gibt Sachen wie Sprachwandel, aber das zählt in meinen Augen eher weniger dazu. Das ist in dem Fall einfach nur wenig Wissen darüber. Okay, inzwischen machen Gegner mal echt vierstellige Beträge an Schaden. Halte ich persönlich nicht so viel von. So, es wird Zeit. Bringt alles noch nicht so ganz was. Also weiter schießen. Jetzt lohnt sich so langsam die Hinrichtung. Und dann haben wir es auch so gut wie geschafft.
Aber so wirklich können die jetzt hier nicht so. Also sie können nicht wirklich was im Vergleich zu uns. Wir finden jedenfalls diese durchwirkten Kristallsplitter. Kann sein, dass man daraus die Schlüssel herstellen kann für die Kisten draußen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich würde mich nicht drüber wundern. Okay, damit haben wir uns wohl geholt, was es hier zu holen gab. Man kann auf jeden Fall sagen, was man will. Die Wege sind schon irgendwie ganz cool. Auch wenn ich glaube, dass ich mich hier drin einfach verlaufen werde bis zum geht nicht mehr. Hier oben war nichts Besonderes mehr. Nö. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in den anderen Raum zurück. Und da machen wir dann erstmal eine kurze Pause. Also das heißt für euch bis übermorgen. Und dann sehen wir uns weiter um. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst gerne mal konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Cheerio.